wie man darin richtig viel Spaß haben kann in dieser virtuellen Realität, das wird Ihnen jetzt die erste Gruppe hier präsentieren, nämlich Open Saber mit Volker, Kolja und Ben. Ich bitte um einen Moment Geduld. Ja, was machen wir eigentlich? Das sieht jetzt für den nicht typischen VR-Nutzer, also eine Person, die virtuelle Realität noch nie ausprobiert hat oder nicht so oft nutzt, wahrscheinlich ziemlich bedeppert aus, wie man das so schön ausdrücken könnte. Ja, das Ganze ist letztendlich eine Aufzeichnung von einer Person, die das Virtual Reality Spiel Beat Saber spielt. Und dieses Spiel basiert hauptsächlich auf Musik. Und da zwei von uns Musiker sind, traf sich das ganz gut. Unser Problem mit diesem Spiel, was wir festgestellt haben, weshalb wir uns dieses Projekt ausgesucht haben, war, dass meistens in dem Spiel eben Musik verwendet wird, welche nicht wirklich gekennzeichnet wird, von wem sie stammt oder überhaupt nicht copyright-frei ist. Und daran wollten wir was ändern. Was ist am Ende rausgekommen? Am Ende ist halt, unser Endprodukt wird euch jetzt mal ganz kurz hier kurz gezeigt durch ein OBS-Video. So sah's aus, also das ist jetzt schon unser Level. Und dazu kommt halt auch, wie man jetzt hier hört, die Musik. Und so sah es aus, bevor wir es mehr oder weniger gemoddet haben. Und jetzt zeigen wir uns nochmal das andere. Ja. Da sieht man halt auch schon die Schwerter. Wenn du mal anhalten kannst, wenn man die Schwerter sieht. Schade. Jetzt, da sieht man auch, die Schwerter sind anders, sind Katanas. Und hinten im Hintergrund ist halt auch verändert. Ja. Der Volker macht weiter. Ja, das Ganze gemacht haben wir, also unsere Technologien, die wir genutzt haben, waren eine VR-Brille, die HTC Vive, falls es jemandem was sagt. Natürlich das Spiel selbst, Beat Saber und ein Editor dafür, Edit Saber nennt sich das Ganze, ist frei auf GitHub erhältlich und dementsprechend nicht offiziell, sondern von jemandem, der sich dachte, du, da geht noch mehr, das kann ich modden. Und darauf basiert das Ganze. Edit Saber, das sieht in etwa so aus. Upp, Sekunde. In etwa so sieht dieser Editor aus. In dem Fall, der Song hat in etwa 500 Schläge. Bei 145 Schlägen pro Minute hat man einiges zu tun, wenn man die Musik halbwegs logisch darin umsetzen möchte. Haben wir aber größtenteils geschafft. Ja, was war unser Problem? Unser Problem war halt, copyright-freie Musik zu finden. Also wir haben jetzt ein Lied, was man zwar am Ende noch verlinken muss, haben wir jetzt auch gemacht, im Spielnamen. Ja, die Musik läuft jetzt unter der sogenannten CC-Lizenz, in dem Fall CC BY. Und das Ganze ist halt, damit können in dem Fall Creator ihre Stücke kennzeichnen und das ist halt, damit die Leute das frei nutzen können, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen. In unserem Fall, wie gesagt, CC BY, muss man noch dem Ersteller Credits geben, also seinen Namen in Titel schreiben, theoretisch auch noch zur Lizenz verlinken, aber das war in dem Fall nicht möglich. Unser Projekt weiterführen könnte man natürlich einfach, wir haben das Level jetzt nicht bis 508 zu Ende gemacht, also wir könnten es einfach so erweitern und ja. Man könnte auch noch mehr Level machen, von ähnlichen Erstellern und auch wieder mit CC-Musik und so. Ja, wie verbessern wir die Welt? Im Grunde genommen dadurch, dass wir zeigen, erstens, dass man verlinken sollte, von wem man das Ganze hat und natürlich, dass wir zeigen, oder den Leuten, die das eventuell mal spielen, zeigen, du, das ist gute Musik, wir haben den Ersteller verlinkt, dadurch kann die Person dann bei ihm vorbeischauen und vielleicht sagen, ja, vielleicht lasse ich dem auch mal ein bisschen was da, weil ich finde, der arbeitet so toll. Ja. Danke.
Also Spielspaß und gute Musik in einem, das klingt doch sehr gut. Und das alles auch noch frei und Open Source, das war Open Saber mit Volker, Kolja und Ben.